Das Olympiastadion gehört mit Sicherheit zu den geschichtsträchtigsten Spielstätten überhaupt. Es wurde anlässlich der Vergabe der Olympischen Spiele nach Berlin zwischen 1934 und 1936 erbaut und wird heute hauptsächlich von Hertha BSC genutzt. Gut aufgepasst vom Tor. Den Ball hat er. Und nun Willian. Klasse Technik. Conte. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt eine Offensivaktion von Bale. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Conte. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Der Ball geht weit daneben. Also, das hätte er sich besser gespart. Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Er hätte abspielen müssen. Rodriguez. Jetzt Ronaldo am Ball. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Modric. Sie haben den Ball. Jetzt Fabregas am Ball. Jetzt schert sie mit der Offensive. Defensiv machen sie es gut. Ivanovic. Da passt er auf. Super Flanke. Mit der Faust kann er hier retten. Ronaldo am Ball. Das könnte gefährlich werden. Diego Costa jetzt am Ball. Conte. Und das gibt Einwurf für Real Madrid. Sergio Ramos. Steil gespielt, gute Idee. Jetzt schießt er. Nicht reden. Klasse vom Torwart. Ball ist draußen. Eckball für Chelsea. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eckball.
Azpilicueta am Ball. Nun Terry am Ball. Matic. Da gibt der Schiedsrichter Vorteil für Chelsea. Hazard mit der Flanke. Diego Costa. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Und Ronaldo treibt den Ball nach vorne. Das konnte nichts werden, oder? Aus der Entfernung? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Chelsea kommt bisher einfach nicht richtig ins Spiel. Alles noch recht ungefährlich. Willian jetzt am Ball. Chelsea geht hier nach vorne. Und nun ein Schuss. Da steht die Abwehr sicher. Bale. Und nun Fabregas. Matic. Eden Hazard, jetzt mal mit Zug zum Tor. Tolle Flanke. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Chelsea mit dem Ballgewinn. Willian jetzt. Jetzt in der Anspielstation. Und Hazard kommt über die Außenbahn. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Rodriguez. Da gewinnt er den Zweikampf. Willian. Nun Diego Costa. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Jetzt wird's gefährlich. Matic. Super Einsatz vom Torhüter. Der Ball geht raus zur Ecke und jetzt müssen die Königlichen aufpassen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Schussversuch. Das war eine große Gelegenheit. Ganz knapp vorbei. Fast die Führung, aber eben nur fast. Carvajal jetzt. Bale. Wird das eine Torchance? Modric. Er versucht's. Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Bale. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Jetzt Matic. Conte. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Diego Costa, Buschi? Tja, da haben wir von ihm schon deutlich bessere Spiele gesehen. Steigerung erwünscht und möglich.
steil gespielt, gute Idee. Jetzt schießt er! So, im Olympiastadion ist alles bereit für die zweite Hälfte. Legen wir los. Und nun Willian. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun.